Die Menschen lassen sie hochleben. Juhu, das höre ich gerne. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Rückblick Anno 1800 der Vollversion. Ich meine, gut, mittlerweile ist es ja klar. So, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Letzte Folge haben wir ja erfolgreich, also mehr oder weniger erfolgreich, aber es funktioniert zumindest irgendwie, die Eisenbahn hier gebaut und betreiben jetzt unser erstes Kraftwerk, wo ich erstmal so ein bisschen die Mechanik checken musste und so. Aber ich finde es super, super cool. Ist ausgebrochen. Ein großes Kino. Aber wir haben hier eine Feuerwehr, das sollte eigentlich passen. Ich mobilisiere mal eben noch schnell, so. So, guck mal hier. Sämtliche Gebäude produzieren mit 200%, weil wir hier dieses Kraftwerk haben. Auch wenn das hier unfassbar dreckig ist und sich die Leute ständig über die Umweltverschmutzung beschweren und so. Aber es funktioniert irgendwie. So, mein Plan jetzt für diese Folge ist jetzt erstmal, Kaffee als auch Taschenuhren irgendwie herstellen zu können. Beziehungsweise Dampfmaschinen und so haben wir ja auch noch vor uns, aber da müssen wir noch ein bisschen an Geld sammeln. Aber damit wir jetzt auch eine ein bisschen bessere Bilanz bekommen, wir haben jetzt auch gerade viel Propaganda betrieben, deswegen ist die auch gerade noch so gut, würde ich jetzt mal eben gucken, dass wir bis zu 1000 Ingenieure hinbekommen. Sollte ja nicht so schwer sein, einfach Handwerker noch ein bisschen upgraden, davon haben wir sowieso gerade viel zu viele. Wobei wir auch aufpassen müssen, weil das gerade mehr sind, laut Anzeige, zumindest von der Arbeitskraft, wegen der Propaganda, die wir betrieben haben. Flammen wurden gelöscht. Na, guck mal, das Feuer ist schon wieder weg. So, wir gucken mal. Wir haben jetzt 930. Das schalten wir beides mit 1000 frei. Okay, alles klar. So. Das war's schon gewesen. Okay, das ging sogar schneller als erwartet. Und guck mal, jetzt sind wir schon bei 6200. Da sollten wir sogar überlegen, ob wir nicht sogar noch ein, zwei Gebäude mehr upgraden. Ich denke, so passt es erstmal. Wir müssen dann erstmal gucken, wie es ist, wenn die Propaganda-Auswirkung vorbei ist. So, Glühbirn ist dann erst bei 1750. Das nehmen wir dann später in Angriff. So, Leute, dann gucken wir mal. Kaffee brauchen wir einfach nur... Ach, das ist ja einfach. Kaffeeplantage und eine Kaffeerösterei. Auf dieser Insel können wir das nicht bauen. Okay, dafür brauchen wir aber 300 Obreros. Alles klar, ich verstehe. So, und Taschenuhren, dafür brauchen wir Gold. Ich verstehe. Was brauchen wir noch dafür? Quarz, also Glas brauchen wir noch. Okay, das sollten wir aber hinbekommen, Leute. Also Kaffee und Gold, darum geht es jetzt erstmal. Das bedeutet, wir begeben uns jetzt erstmal wieder in die neue Welt. Guck mal hier, hier scheinen wir eine Quest zu haben. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh ja, das habe ich immer gerne. Ich will das Lied nochmal hören. Aber machen wir gleich. Machst du das für mich? Sieh, sieh. Gitarrenspiel. Bring die guten alten Zeiten zurück, Hefe. Das ist kein Problem, das haben wir doch bestimmt da. Schon fertig. Ein Feuer ist ausgebrochen. Och Mann. Okay, das ist sogar unsere Hauptinsel. Boah, genial, Leute, wir haben Manta-Rochen bekommen. Teil eines großes Korallengriff. Habt ihr irgendwas, war da gerade? So, Moment, ich muss mal eben in die Feuerwehr ranholen. Mobilisieren. Dann haben wir hier auch noch eine Feuerwehr. Die Flammen sind außer mobilisieren. Kontrolle. Haben wir zufällig noch irgendwo eine Feuerwehr? Ich glaube fast nicht. Aber ich denke, vier Feuerwehreinheiten sollen das hinbekommen. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Quest. Wir würden ungern den vor. Meine Frau meinte, ich könnte sie am Anfang. Das ist auch kein Problem. Ah, guck mal hier, seht ihr das? Wie jetzt das wieder leicht runtergegangen ist? Neues. Ah, das liegt bestimmt an dem Feuer gerade. Hey, sie haben Wort gehalten. So, was haben wir jetzt bekommen? 40% Produktivität. Für welches Gebäude? Da war aber auch irgendwas mit plus 20% Feuergefahr. Wir müssen sowieso mal dann die ganzen gucken, welche Items wir haben. Wir müssen die dann echt mal verteilen. Da würde ich mir die aber in Ruhe nochmal angucken und das dann, ne, weil für euch würde das ewig dauern, wenn ich das alles mache. Beeinflusst Nähmaschinenfabrik, Konservenfabrik und Hochradwerkhalle. Konservenfabrik. Das ist das hier. Okay, wartet mal. Wir könnten das Ding hier rüber verschieben. Die Nähmaschinenfabrik muss ich eben gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch hier irgendwo haben. Wartet mal. Die ist da. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach eine Handelskammer hinbauen. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir eine Handelskammer bauen. Das müsste sogar dann noch beides in Reichweite sein. So. Und jetzt können wir da einfach das Item reinknallen. Ey, das ist super mächtig. Plus 40% Produktivität, minus 50% Arbeitskräfte erforderlich. Das ist der Wahnsinn.
So, okay, alles klar. Die Nähmaschine, wir gucken mal eben. Geht jetzt weiter nach oben. Auf wahrscheinlich 200, ja doch, die müsste jetzt auf 240% Produktivität gehen, deswegen. Das ist der Wahnsinn. So, und dadurch, dass wir jetzt hiervon das Ding auf 240% haben, brauchen wir nicht mehr. Moment. Großküche, Großküche. So mutig und so viele Leben gerettet. Können wir das Ding hier wegreißen? Ja, ich meine, so in 100 Bilanz weniger. Beziehungsweise weniger Unterhalt, das wollte ich damit sagen. What the fuck? Guckt mal hier, Leute. Bilanz plus 10.000 aktuell. Das heißt eigentlich, dass wir jetzt sagen könnten, wir bauen jetzt mal den großen Hafen. Oder wir sind vernünftig und sparen jetzt erstmal noch, bis wir so 200.000 bis 300.000 haben und bauen dann die Gebäude. Nicht, dass irgendwie wieder irgendwas schief geht oder so. Okay, wir machen das jetzt so. Wir sparen jetzt nochmal ganz kurz. Und dann bauen wir aber auch einen großen Hafen und so. Selbst bei diesem hellen Mond, ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Von ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Okay, weiter so. Ich nehme gerne die ganzen Quests an. Mann flieht vor Duell. Louis. So gut, alles klar. Jetzt lasst mal zur wir neuen Welt machen. Grund zum Feiern. Oh ja, das können wir dann ins Museum holen. So, und die feiern immer noch. Gleich legen sie wieder los. Ach, guck mal hier auch. Papageien. So, alles klar, Leute. Wir brauchen jetzt 300 von dem hier. Ich kriege einfach nicht genug davon. Ich werde halt wirklich gerne gefeiert in dem Spiel. Das haben die super gut umgesetzt. So Leute, dann lasst jetzt mal gucken. Wir können ja erstmal versuchen, dieses Bedürfnis zu decken. Dann wären das nämlich schon mal ein paar mehr. Ohne, dass wir jetzt 1000 neue Gebäude bauen müssen. Maisplantage brauchen wir. Haben wir hier Mais? Leider nicht. Wir haben hier nur Tabak. Okay. Wir haben aber auf der anderen Insel Mais. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar hier unten. Hier haben wir Mais. So gut, dann würde ich jetzt hier einfach ein paar Maisplantagen bauen. Moment, eine Minute, 30 Sekunden. Okay, also sollten wir... Ich würde mal sagen 4 Stück und dann davon 2 Stück. Also wir werden das jetzt hier bauen und werden das dann aber hier hochtransportieren. So machen wir das jetzt. So, Moment, ich guck mal eben. Ja, wir können mal an sich einfach jetzt hier neu ansetzen. Schnupp. Schnupp. Dann machen wir hier schon mal ein Warenhaus hin. So. Dann hier noch eine und hier auch noch eine. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier... Oh, 168. Okay, das ist krass. Dass wir das hier geschickt irgendwie langgezogen bekommen. So. Machen wir erstmal bis hierhin. Und hier genau das gleiche. Wollen wir auch voll machen? Ja, okay, machen wir auch voll. Machen wir so hier. Spielstand gespeichert. So, okay, Mais hätten wir. Jetzt können wir die eine bestehende Handelsroute, und zwar die hier, einfach noch umändern, annehmen und das hier wieder entladen. Und hier machen wir das jetzt einfach mit den Tortillas, beziehungsweise mit der Vorstufe Mais. So, schnipp. Und hier nochmal Mais. Und hier wieder entladen, bitte. Okay, alles klar. Wir können nochmal ganz kurz gucken, ob der fliegende Dodo immer noch eskortiert wird von unserem großen Kriegsschiff. Ich schau mal eben ganz kurz. Das ist Viper. Fliegender Dodo ist das hier. Ja. Das sieht gut aus. So gefällt mir das. Wir sind ja immer noch im Krieg hier. Mit den Piraten. Das Gute ist aber, der Karl scheint sich gerade die ganze Zeit mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. So Leute, gut. Dann würde ich sagen, wir bauen jetzt hier schon mal Rinderfarm. Da müssen wir jetzt aber konsequenterweise auch 4 Stück bauen. Das kostet die dann Unterhalt. Unterhalt ist nicht so hoch. Okay, das passt. Okay, hätten wir. Das ist schon ganz schöne Massenzucht irgendwie. Du träumst vom großen Abenteuer? Dann greif zu. Eine Wimmelbildaufgabe. Wimmelbildaufgabe, so rum. Du bist so hilfsbereit. Jo. So, okay, Tortilla-Bäckerei. 2 Stück brauchen wir. Weiß ich nicht, kann sein, dass das Warenhaus dann überlastet ist, ansonsten bauen wir hier einfach noch ein zweites hin. Ich würde das aber erstmal upgraden. Vielleicht reicht das ja auch aus. So, jetzt haben wir hier erstmal das perfekte Verhältnis für Tortillas, was schon mal super gut ist. Als nächstes gucken wir jetzt mal eben. Wir brauchen 200 zusätzliche Arbeitskraft. Das ist perfekt, weil wenn wir die 300 haben, können wir nämlich auch Kaffee und so weiter anbauen. Haben wir dann hier Kaffee? Hier haben wir Kakao. Wir haben hier Kaffee. Wunderbar. Da freue ich mich drüber. So, wir haben hier nämlich dann auch Goldvorkommen. Ne? Wir haben ja alles, was wir brauchen für die Ingenieure. Also das könnte sogar schneller gehen als erwartet. Mal schauen.
So, Häuser upgraden. Ne? Beziehungsweise wir bauen erstmal noch ein paar Häuser. So, hier würde ich auch schon mal Häuser machen. Hier genauso nochmal eine 8er-Reihe. Machen wir so und hier machen wir so. Bin echt gespannt, wie das hier am Ende aussieht. Mit diesem Atoll und so. Das ist ja wirklich wunderschön. So, bam. Die sind immer noch am Feiern. Großes Kino. So. Bitten wir erstmal. Okay. Jetzt heißt es upgraden. Und gucken, dass wir die Zufriedenheit noch weiter erhöhen können. So, wir können aber definitiv noch ein bisschen mehr upgraden. Die ziehen jetzt ja Step by Step hier langsam ein. Ich habe auch keine Ahnung, wie ja die Stufe 3 Häuser dann aussehen. Oh, hier habe ich Straße vergessen. Wir machen mal die Straße hier so. Und hier machen wir auch noch weg. So, hätten wir. Okay, aber Ponchos will ich auf jeden Fall noch eine Kette starten. Okay, dann ziehe ich hier mal noch eine Straße lang. So, machen wir hier noch ein Warenhaus hin. Dann machen wir ringsrum noch einen Weg. Und jetzt Alpaka fahren. Und noch ein Poncho-Gebäude. Baumaterial fehlt, okay, machen wir dann gleich, sobald wir es haben. Schnupp, schnupp, schnupp. Und Alpaka fahren brauchen wir noch etwas Bretter. Und schnupp. So, gut, das sollte passen. Wir haben jetzt auch einen absoluten Überschuss. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt Kaffee und Goldmine machen können. Goldmine können wir machen. Wunderbar. Okay, der Zyklus 2 Minuten 30 Sekunden. Okay, das ist krass. Wie viele Arbeiter brauchen wir da? 100. Das ist auch übel. Ich sollte mein Geld nicht in Ihre Insel stecken, ich weiß. Aber sie gehört ja bald schon mir. Oh, der Typ. Ah, wartet mal, wir haben jetzt so viel Geld. Sekunde. Die Insel hier. Ja, das kaufen wir uns einfach zurück. So. Jetzt gehört uns wieder mehr davon. Ich will nicht, dass er... Ich gehe mal davon aus, wenn er die komplette Insel hat, dann gehört ihm alles, oder? Dann hat er die eingenommen, oder? Oder kriegt er einfach nur 100% dann von den Einnahmen? Das würde mich mal echt interessieren. Ansonsten gehört uns aber alles komplett, ne? Ja, sieht ganz so nach aus. So, wir schwimmen jetzt ja gerade im Geld. Also, wenn wir dann wieder drüben sind, können wir dann sofort anfangen, die ganzen großen Gebäude zu bauen, wie großer Hafen und so. Boxkampfarena. Wie cool ist das denn bitte? Okay, Komm hier. Nice. Und es geht wieder los mit dem Gefeier. Finde ich gut. Ach, mich freut das, wenn die glücklich sind. Oh, guck mal, da hat er den umgeboxt. Mann, 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 Mann. Okay, alles klar. Interessanter Kampf auf jeden Fall. So, gut. Wie sieht's eigentlich mit Kaffee aus? Also Kaffee scheint echt nicht schwer zu sein, wenn ich mir das so angucke. 1 Minute, 30 Sekunden. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um Kaffee. Das scheint erstmal relativ easy zu sein. Spielstand gespeichert. So, machen wir hier ein Warenhaus hin. Kaffee, Kaffee, Kaffee. 1,30. Okay, also davon 2. Ah, shit, wir brauchen unbedingt mehr Bretter. Okay, Leute, ich werde mal hier diese eine Lehmkurve nochmal anbinden. Und gleichzeitig auch dann noch dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Holz an den Start bekommen. Sonst dauert mir das nämlich alles zu lange, leider. So, ja, geht schon wieder nicht. Okay, aber ich werde mich mal gleichzeitig noch um Holzfällerlager kümmern. Eins, zwei, drei. Machen wir jetzt hier nochmal 3 Holzfällerlager hin. Machen wir hier eins hin. Dann hier haben wir auch 100%. Ungefähr. Und das noch ein bisschen näher ran. Machen wir. Wir müssen das hier noch mit dem Weg verbinden. Machen wir so hier. So. 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 Dann würde ich vorschlagen, wir bauen jetzt endlich mal diese Dampfschiffswerft. Da brauchen wir aber Strom. Das heißt, aber hier haben wir ja Strom. Hier müsste die, glaube ich, sogar laufen, sobald wir das mit dem Weg verbinden. Ja, wir probieren es einfach mal. 90.000 hat die jetzt gekostet, die war teuer.
So, das Warenhaus machen wir hier hin. Dann machen wir hier noch einen Weg lang. Und jetzt hoffe ich... Jo, ist mit Strom verbunden. Wunderbar. So, ja, was haben wir hier Schönes? Frachtschiff. Schlachtkreuzer. Monitor. Vorbedingung, ein Investor brauchen wir. Investor 0 von 1. Und dann haben wir noch Öltanker. Okay. Trefferpunkte 5000, Schaden pro Sekunde 35. Das ist jetzt aber nicht besser als das eine Kriegsschiff hier. Es hat 4000 Trefferpunkte, 53 Schaden pro Sekunde. Okay, wir haben dort einfach mehr. Hier haben wir 3. Okay, wir haben ja aber einen Itemplatz mehr. Dafür kann man das also mehr upgraden, sozusagen. Alles klar. Unterhaltungskosten 1000 ist aber ziemlich krass, muss ich sagen. So, was haben wir hier noch? So, dann haben wir dieses Frachtschiff. 6 Frachtplätze. Das ist übel. Aber dafür sind die Teile wahrscheinlich unfassbar schnell und, das ist der größte Vorteil, unabhängig vom Wind. Oder, ja, da sind keine Segel drauf. Unabhängig vom Wind. Das ist ziemlich heftig. Ja, Monitor, ey, das wird interessant. Öltanker. So, damit können wir Ölfässer transportieren. Alles klar, okay. So, und um so ein Schiff zu bauen, brauchen wir einerseits diese großen Kanonen, diese schweren Geschütze und wir brauchen Dampfmaschinen. Dann können wir so einen Schlachtkreuzer bauen. Aber krass, die sind vom Schaden her jetzt nicht unbedingt geiler als die Segelschiffe. Aber finde ich halt gar nicht so uninteressant. Ich meine, dann hat man halt da eine gesunde Mischung später. Wobei die, was Manöver angeht, sind Schlachtkreuzer natürlich geiler, weil du vom Wind unabhängig bist. Mich würde nochmal interessieren, ob die mit dem Wind schneller sind als ein Segelschiff. Das wäre mal interessant, wie das hier umgesetzt ist. Das werden wir rausfinden. Dann machen wir da mal ein Wettrennen, Leute. Die Flammen sind außer Kontrolle. Okay, ich gucke gleich. So, das müsste alles miteinander verbunden sein. Wir müssen hier aber upgraden unbedingt, sonst kommt das nicht mehr hinterher. Das sieht jetzt echt schon übelst pervers aus, oder? Ach, ist das übel. Oh nein! Was für eine beschissene Stelle für ein Feuer. Ach, herrje. Habe ich noch irgendwo eine Feuerwehrwache? Kann man sich die anzeigen lassen? Oh je, hier kann man mobilisieren. Ich glaube aber, das ist die einzige, die in Reichweite ist. Das ist übel, das könnte teuer werden, das alles zu reparieren. Ja, hier wäre ich auch gerade sehr, 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 sehr ungern. So, apropos Attraktivität, wir haben doch dieses eine Museum. Wartet mal, das können wir mal eben noch weiter ausbauen. Wir haben nämlich jetzt hier noch die Statue. Also, okay, warum nicht? So, naja, wir gucken mal, wie das jetzt hier weitergeht. Also können wir gleich gucken. Ich will jetzt erstmal neue Welt weitermachen. Ich meine, ich habe da jetzt 3 Feuerwehren. Irgendwie, irgendwo werden wir das schon hinbekommen. Wie viele Ziegeleien haben wir denn? Eine nur. Oh, okay, dann sollten wir mal hier noch eine zweite hinbauen. Wobei, nee, Moment, das verschieben wir mal wieder rüber. Hier ist das Warenhaus. Machen wir mal hier hin. So, so, und hier genauso. Schnupp, dann hier ein Warenhaus hin. Und hier auch noch eine Ziegelei. So, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kolonie. Alles klar. Nice. So, Krankenhaus könnten wir an sich auch schon mal bauen. Aber wir brauchen jetzt eigentlich die Ziegelsteine erstmal für andere Sachen, Leute. Melonen. Das ist ja interessant. Okay. So, wir machen jetzt erstmal Kaffee. Wo wollte ich das ansetzen eigentlich? Hier, aber jetzt, das Warenhaus ist auch schon überlastet. Ich lasse hier bewusst gerade noch frei, ein bisschen mehr, weil hier will ich vielleicht dann doch nochmal einen Stadtkern hinbauen oder so. Und Kaffeeplantage, bin ich auch mal sehr gespannt, wie die hier aussieht. Okay, das muss man noch ein bisschen verschieben. Auch mal hier hin. So, eine Minute, 30 Sekunden, okay.
Erstmal. So, machen wir schön. Erstmal hier am Rand entlang. So, dann hätte ich hier gerne noch eine und hier gerne noch eine. So, okay. Schnupp. So. So, und jetzt hier noch irgendwie ein bisschen. Okay, alles klar. Und davon brauchen wir jetzt zwei Stück. Dann geht das wieder perfekt auf. Könnte sein, dass das Warenhaus dann wieder überfordert ist. Ich baue... Ah, das passt sogar. Hier eins hin. Hier eins hin. Das hier können wir upgraden. Und ansonsten bauen wir hier einfach noch ein Warenhaus gleich hin, würde ich vorschlagen. So, gut. Kaffee hätten wir. Ich weiß nicht, haben die das auch als Bedürfnis? Wir gucken mal eben. Kaffee haben sie. Okay. So, und wir brauchen deutlich mehr wieder. Alles klar. Dann legen wir mal los. So. Wir ziehen ja gleich noch ein paar ein, dann soll das wieder aufgehen. Wobei wir jetzt ja auch gleich noch anfangen mit Goldminen. Also wir brauchen an sich schon wieder noch mehr Häuser. Das ist krass, wie schnell das jetzt hier gerade geht. So. Mal sehen, wie viel wir hier hinbekommen. Oh nice, geht ja sogar noch eine Reihe hin. Okay, das ist cool, das gefällt mir. So. 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 Okay, alles klar. Jetzt ist es erstmal wieder ausgeglichen. Theoretisch können wir dann ja die Lehmgruben auch wieder deaktivieren. So, alles klar. Jetzt muss man halt mal beobachten, was für einen Überschuss an Kaffee wir zusammen bekommen. Ich würde jetzt aber auch schon mal anfangen, Goldminen anzuschließen, sobald wir noch ein bisschen mehr Lehm haben. Hm. Hier ist Kaffee. Okay, 5 Tonnen haben wir schon. Besser als nichts. So. Alles klar, Leute. Da würde ich aber erstmal jetzt mit dieser Folge Schluss machen. Wir haben trotzdem einiges geschafft. Wir haben jetzt an sich alles in die Wege geleitet, dass wir... Moment, ich gehe mal Weltkarte. Welt. Uns jetzt sehr schnell um die Bedürfnisse der Ingenieure kümmern können. Also Golduhren, beziehungsweise Taschenuhren, können wir jetzt auch bald machen. Oh, brennt das hier immer noch? Aber es ist gleich gelöscht. Es ist gleich gelöscht, Leute. Ich könnte mal jetzt hier, bei denen, die wir neu gebaut haben, nee, kann ich noch nicht mobilisieren, leider. Okay, alles klar. So, also ich denke, nächste Folge werden wir Taschenuhren als auch Kaffee decken können. Und dann fehlen nur noch Glühbirnen. Und dann hätten wir alles gedeckt an Bedürfnissen von den Ingenieuren und dann müssten wir die eigentlich auf die nächste Stufe dann bekommen. Kein Grund zu übertreiben, aber danke. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, Leute. Stufe 5, wie das dann aussieht. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. So, ja, irgendwann müssen wir noch ein Kraftwerk hinsetzen, ne, damit die auch Strom haben und so, aber aktuell hatten die ja nicht das Bedürfnis, darum hatte ich das erstmal weggemacht. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Oh je. Okay, lass das mal reparieren, was kaputt gegangen ist. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Es hält sich aber in Grenzen, der Schaden. Ein kleiner Schuss vor dem Bug, nicht mehr. Hält sich wirklich in Grenzen, der Schaden. Mach hier erstmal was kaputt. So, noch irgendwas? Ich sehe zumindest kein Symbol oder so. Nicht genug Anbaufläche. Ah, die Köhlerei. Ja, die können wir mal wegmachen, ey. Die macht keinen Sinn mehr. So gut, Leute. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Denkt bitte an den Support, Leute. Würde mich sehr über einen Daumen freuen, noch mehr über Feedback und am allermeisten, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ne? Noch einen schönen Tag. Tschüssi!